immer noch hier drin. Es sind mindestens 10 Minuten vergangen. Mein Bus fährt schon nicht mehr. Und dieser Schnitt und mir der Junge rum, der uns die ganze Zeit voll labert. Und zu all dem musste er mich auch noch filmen. Der Notiz ist zwar unterwegs, aber wer weiß, wann die ankommt. Bescheuerter Staat. Wahrscheinlich lassen die uns auch immer noch bezahlen. Der Ding von dem wird jetzt berühmt. Boah, das Tolle ist, es ist ja so ein Schacht und da ist ja auch noch Luft drin. Das heißt, da muss eine Art Luftaustausch rein. Was? Ich soll sagen, dass ich gerade gefunden habe, habe ich doch aber gar nicht. Aua! Ey, er tritt mich um. Au! Na schön, es ist eng hier und warm und ich habe gefunden und bin ihn umbringt. Ja. Nein, aua! Au! Hör auf! Ja. Nein! Halt doch einfach die Klappe! Mann! Ich hab ne Idee! Ach, hab ich gar nicht. Jutsu Erdversteck! Jutsu? Das hat nicht geklappt. Die ist dumm genug, uns alle umzubringen! Verdammt, das Dumme ist, dass sie René mich auch noch erwischt hat. Max, nehme doch einmal das Schauspiel der Tür nochmal wieder auf. Das Spektakel an der Tür. Jetzt werden Sie sich an die fragen, oh Mann, diese Idioten, die unternehmen ja nichts. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie aussichtslos die Situation ist. Hier haben wir die zweite Tür, da oben haben wir irgendwelche Metallspielereien, die wir aber nicht wirklich berühren wollen. Da habt ihr sie nochmal ganz nah. Aha. Ja. Ach, und da geht's schon wieder los. Da sind solche Rädchen, vielleicht sollte ich daran rumfummeln. Ach, Moment mal. Mach mal die Tür auf. Drück mal die Tür öffnen. Ach, was haben wir denn? Ja! Yeah! Ich bin frei! Also da war so eine Art Riegel direkt an der Tür. Den habe ich runtergeschoben, da ließ ich die Tür öffnen.